Musikalisch klingt heute unsere Sendung aus. Wir stellen Ihnen die Trachtenkapelle Winkler vor. Eine Blasmusik im besten Alter, nämlich 150 Jahre alt, aber auch eine Blasmusik mit viel Jugend. Mittlerweile gibt es in Winklern schon 40 aktive Musiker. Die Trachtenkapelle Winklern. Rund 40 Aktive gehen mit viel Schwung ans Musizieren. Die intensive Nachwuchsarbeit ließ in den letzten Jahren das Orchester stets wachsen. Die Winklerner Kapelle befindet sich im besten Alter. Ihren 150. Geburtstag feiert sie heuer. Hans-Jörg Granitzer und Johannes Fercher sind zurzeit das Führungsduo. Letzterer ist mit seinen 22 Jahren schon 2,5 Jahre Kapellmeister. Anlässlich eines Besuches des Kaisers in Winklern 1856 spielte zum ersten Mal eine sechsköpfige Musikbande auf, berichtet die Chronik. Seit damals wuchs die Kapelle rasch und kontinuierlich. Fallweise trat man als Feuerwehrmusik auf. Auch die Instrumente stifteten die Floriani Jünger. Als Trachtenkapelle hört und sieht man die Winklerner seit den 50er Jahren. Die Mölltaler Tracht ist seit damals die einheitliche Kleidung. Ich habe im November 2003 die Kapelle übernommen. Am Anfang war es für mich nicht gar so einfach, weil ein junger Kapellmeister draußen ist gestanden. Aber mittlerweile haben sich die Musiker auf mich sehr gut eingestellt und jetzt funktioniert alles recht gut. Mit unserem jungen Kapellmeister, mein Hannes, haben wir einen Goldgriff gemacht. Wir haben in meiner 10-jährigen Omanzeit haben wir sehr viel für die Jugend getan, aber er tut natürlich sehr viel mehr. Und wir haben wunderbare Erfolge erzielt schon in Ensemblespielereien jetzt in der letzten Zeit.